Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Reihenvorstellung für euch und zwar habe ich vor kurzem den fünften und letzten Teil der Talon oder Talon-Reihe von Julie Kagawa gelesen und ich dachte mir, ich stelle euch diese Reihe im Großen und Ganzen nochmal ganz kurz vor, erzähle euch, wie mir der fünfte und letzte Teil gefallen hat, wie mir das Ende gefallen hat und ja, darum soll es heute gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Erstens wie immer vorweg, ich habe Talon Drachenschicksal wieder netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Buch von euch bekommen habe und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Reihe jetzt beenden kann. Ich würde allerdings sagen, wir starten mit dem Inhalt zum ersten Teil, denn ich kann hier zum Inhalt nicht wirklich allzu viel sagen, ohne euch zu spoilern, denn Talon ist eine Reihe, die komplett eine Geschichte fortführt und ich würde euch hier sowas von fett spoilern, wenn ich euch jetzt hier zum Inhalt vom fünften Teil was sagen würde. Deswegen würde ich sagen, wir machen nochmal einen ganz kurzen spoilerfreien Einblick in die Reihe und danach kann ich ja noch mal ganz kurz zu jedem einzelnen Teil was sagen für alle die, die diese Reihe auch gelesen haben. In Talon Drachenzeit geht es um die Organisation Talon und um Ember. Ember gehört dieser Organisation an und Ember hat einen Zwillingsbruder namens Dante. Und Ember und Dante sind keine normalen Menschen, sondern Drachen. Und sie sind Drachen, die menschliche Gestalt annehmen können und damit halt auch unter den Menschen quasi leben können, ohne aufzufallen. Und Ember und Dante haben ihr bisheriges Leben weit, weit entfernt auf einer bestimmten Station von Talon verbracht und waren dort sehr, sehr isoliert und haben halt auch sich nie so unter Menschen begeben dürfen. Und nun sind beide 16 Jahre alt und in diesem Sommer dürfen sie das allererste Mal raus in die freie Welt quasi. Sie kommen nach Kalifornien, nach Crescent Beach und werden dort quasi von ein paar Menschen aufgenommen, die auch für die Organisation Talon arbeiten und diese sagen quasi, dass das ihre Verwandten sind und nehmen halt die beiden über den Sommer bei sich auf, damit halt auch niemand Verdacht schöpfen tut. Und ja, für Ember und Dante ändert sich in diesem Sommer alles, denn das ist ihr Vorbereitungssommer quasi für ihre Zukunft. In diesem Sommer wird sich alles für die beiden auch entscheiden und alles wird sich verändern. Und ja, Ember ist das eigentlich alles so ziemlich egal, denn sie denkt sich, geil, endlich Freiheit, endlich bin ich unter Menschen, endlich kann ich sehen, wie andere Menschen leben, endlich kann ich dazugehören. Denn Ember liebt die Menschen und Ember liebt das menschliche Leben, sie ist davon sehr, sehr fasziniert und freut sich jetzt einfach mal hinaus in die Welt gehen zu können und sich das alles angucken zu können. Und so schließt Ember auch sehr, sehr schnell Freundschaften in Crescent Beach mit anderen Jugendlichen in ihrem Alter. Und so vollbringt Ember einen wahnsinnig, wahnsinnig tollen Sommer. Sie genießt das Wetter, sie genießt die Leute, sie genießt den Strand, sie lernt surfen. Und als Ember dann auch noch auf einen Jungen trifft namens Garrett, der ihr Herz viel, viel höher schlagen lässt als jeder andere Junge zuvor, ist für sie der Sommer eigentlich nur perfekt. Doch dann ändert sich plötzlich alles. Und wieso, weshalb, warum sich alles ändert und was alles noch so da dahinter steckt, das werde ich an dieser Stelle nicht verraten, denn das gibt der Klappentext vom ersten Teil auch nicht her. Mehr möchte ich euch zum Inhalt nicht verraten. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, falls ihr die Reihe wirklich noch nicht kennt und lesen wollt. Ich kann nur im Großen und Ganzen so viel sagen, dass diese Reihe eine ganz, ganz tolle Entwicklung durchmacht, dass die Charaktere eine tolle Entwicklung durchmachen. Wie immer möchte ich noch kurz was zum Verlauf der Reihe sagen. Ich kann nur sagen, dass die Reihe sich super entwickelt, dass es in keinem Buch so richtige lange Passagen gab, wo man so sagt, so, jetzt habe ich einen ganz schönen Hänger und es zieht sich gerade. Also das hatte ich in keinem einzigen Buch. Ich fand, die Bücher waren immer super flüssig und haben sich super lesen lassen. Und ja, die Bücher waren immer spannend, da ist immer was passiert, da war immer was los in den Geschichten. Also es gab hier keinen Teil, wo ich gesagt habe, so, was war das denn, den hätten wir uns sparen können. Also sowas wirklich nicht. Und da war ich auch so froh drüber, dass wirklich jedes Buch so eine Geschichte für sich auch hatte. Man hat in jedem Buch was Neues erfahren und man wollte einfach auch dranbleiben an der Geschichte. Man wollte halt wissen, was jetzt eigentlich auch am Ende passiert. Und bei mir hat es auf jeden Fall geklappt. Ich bin dran geblieben und ich kann wirklich sagen, dass die Handlung und der Verlauf mir super gut gefallen haben. Ich mag die Reihe, was das betrifft, einfach sehr. Und ja, kann sie euch, wie gesagt, einfach nur empfehlen, was das betrifft. Ansonsten, was die Charaktere betrifft, hat es ja auch schon gesagt, ich mag Ember total und auch alle anderen Charaktere, die in diesem Buch noch sehr, sehr wichtig sind, wie Riley und Dante und Garrett und alle anderen, die noch so mit drin vorkommen. Ich fand die Charaktere einfach toll. Ich fand, die haben super gut zusammengepasst. Jeder hatte so seine Eigenheiten und jeder war auf seine ganz spezielle Art und Weise auch besonders. Und ich fand es halt auch gut, diese Zwiste untereinander zwischen den Charakteren. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich kann wirklich sagen, was die Charaktere betrifft, bin ich sehr, sehr zufrieden, was diese Reihe angeht. Die Bösen waren böse, die Guten waren gut und alle anderen lagen so irgendwo dazwischen.
Ich kann nur sagen, dass mir die Charaktere hier wirklich gut gefallen haben. Wie gesagt, das hat für mich einfach alles super gepasst. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit jedem Charakter zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte immer zu 100% zufrieden war. Das nicht, aber so rückblickend betrachtet im Großen und Ganzen war das für mich alles schon super und das hat für mich alles gepasst. Deswegen kann ich auch hier nur sagen, dass die Charaktere mir gut gefallen haben, dass das für mich alles ein rundes Bild gegeben hat. Was das Setting angeht, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir haben hier eine sehr, sehr große Vielfalt von verschiedenen Orten, wo wir uns befinden im Laufe der Geschichte. Ich meine, wir haben hier 5 Bücher und es wäre doof, wenn man immer nur an einer und der gleichen Stelle wäre. Das würde irgendwie keinen Sinn machen. Auf jeden Fall haben wir hier eine sehr, sehr große Vielfalt von verschiedenen Orten, wo das spielt und Julie Kagawa hat sich da wirklich coole Sachen einfallen lassen, wo sie uns mit hingenommen hat und ich fand die Beschreibungen von ihr wirklich richtig gut. Ich konnte mir das alles super gut vorstellen. Ich hatte keine Probleme mit den Orten, mit den Szenen oder irgendwas. Also das hat für mich in jedem einzelnen Buch wirklich super gepasst. Ich kann im Großen und Ganzen zum Setting wirklich nur sagen, dass mir das gut gefallen hat. Gerade jetzt hier im 5. Teil am Ende und auch diese eine Sache mit dieser Insel, das fand ich super. Das hat Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Und Julie Kagawa hat uns hier an Orte mitgenommen, die man jetzt auch nicht so unbedingt kennt und erwartet. Und das fand ich toll. Und ja, was das Setting betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die ganze Reihe komplett durchweg. Kommen wir als letztes nochmal wie immer zum Schreibstil. Und auch hier kann ich nur sagen, dass der Schreibstil mir alle 5 Teile durchweg gut gefallen hat. Es ist ein ganz einfacher, lockerer, leichter Schreibstil, passend für ein Jugendbuch. Und man fliegt hier wirklich komplett durch die Seiten. Diese Bücher immer relativ schnell gelesen. Ich habe jetzt das letzte Buch, habe ich mir so ein bisschen eingeteilt. Ich habe hier jeden Tag 100 Seiten gelesen. Und ich habe für diese 100 Seiten, glaube ich, jeden Tag immer nur so eine Stunde, Stunde 15 gebraucht. Also man kommt wirklich wahnsinnig schnell durch dieses Buch. Aber da ich halt nicht wollte, dass es so schnell zu Ende ist, habe ich es mir halt eingeteilt. Ich kann nur sagen, dass der Schreibstil von Julie Kagawa mir super gut gefallen hat. Er war passend zur Geschichte. Und wie gesagt, gerade für jüngere Leser ist das auch super geeignet, weil es halt nichts Kompliziertes ist. Weil halt keine komplizierten Schachtelsätze drin vorkommen oder Phrasen oder Metaphern oder irgendwas, was man halt auch nicht versteht, wenn man vielleicht noch ein bisschen jünger ist. Deswegen hat es für mich auch alles super gepasst. Wie gesagt, Talon ist einfach eine super schöne Jugendbuchreihe, ideal auch für jüngere Leser und ja, was den Schreibstil betrifft, kann ich mich auch hier absolut nicht beschweren. Ich muss allerdings sagen, dass hier im Epilog eine Sache aufgegriffen und erzählt wurde, wo ich so dachte, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich muss auch sagen, dass es bei Teil 1, 2, 3 auch so ist bei mir, dass ich zwar im Groben noch weiß, was passiert ist, die Bücher aber nicht mehr 100% präsent sind in meinem Kopf. Das heißt, ich weiß nicht mehr so zu 100%, was da eigentlich genau alles gewesen ist. Weswegen ich glaube, ich auch hier dieses Ende im Epilog, was da angesprochen wurde, auch einfach nicht mehr weiß. Und ich habe dann so gedacht, ja, irgendwie, ja doch, irgendwie war da was, aber ich weiß den Zusammenhang leider nicht mehr so richtig. Es war aber wichtig fürs Ende auf jeden Fall und es war aber nicht schlimm, dass ich mich daran nicht mehr erinnern konnte. Ich habe die Sache trotzdem verstanden, aber ich habe dann halt gemerkt, ich habe dann aber in dem Moment gemerkt, dass es halt wirklich 3 Jahre sind, die so zwischen dem 1. und dem 5. Teil vergangen sind. Ich weiß noch, den 1. Teil habe ich im Oktober 2015, glaube ich, angefragt und das war mein 2. Buch, was ich jemals von einem Verlag bekommen habe. Und ich bin damals in 3 gesprungen. Ich habe mich damals so gefreut, dass ich das Buch bekommen habe und ich habe mich auch wie Bolle gefreut, dass ich den 5. Teil vom Verlag bekommen habe. Und ja, ich bin so happy, dass diese Reihe vorbei ist. Ich bin glücklich mit dem Ende. Ich bin froh, dass es mit den Charakteren so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und ja, ich kann euch Talon, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Dieses Buch ist wirklich eine ganz, ganz tolle Jugendbuchreihe, wie gesagt, gerade auch für jüngere Leser. Und ich würde sagen, ich habe jetzt lange genug so im Groben erzählt. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz, was ich jetzt noch so in meinem Kopf habe, nochmal auf den 1., 2., 3., 4. und 5. Teil zu sprechen kommen und euch ganz kurz meine Meinung zu den einzelnen Büchern sagen. So, wie gesagt, was halt so noch im Kopf ist. Und ja, das ist dann ein nicht spoilerfreier Teil. Das heißt, alle, die diese Bücher noch nicht kennen und noch nicht gelesen haben und auch nichts wissen möchten weiter über diese Bücher, die schalten jetzt an dieser Stelle bitte ab. Ich möchte hier niemanden spoilern und ja, ich bedanke mich bei euch, die jetzt abschalten, auf jeden Fall schon mal wie immer fürs Gucken. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal und alle anderen, bleibt dran. Ich würde sagen, wir fangen beim nicht spoilerfreien Teil auch einfach mal mit dem 1. Teil an. Ich habe den 1. Teil damals gelesen und ich habe den total gefeiert. Ich fand diese Geschichte einfach ganz, ganz toll. Ich hatte sowas in dieser Art damals noch nie gelesen. Das war was ganz Neues für mich und das hat die Geschichte so interessant für mich auch gemacht. Und ich fand Amber toll, ich fand Garrett toll und ich fand Riley auch richtig, richtig gut. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch sagen, oh, warum ist Amber nicht mit Riley zusammengekommen? Die passen viel besser zusammen. Ich finde es cool. Ich bin Team Garrett, was das betrifft, auf jeden Fall. Und ich finde ihre Entscheidung, sich an Garrett zu halten, da völlig okay. Ich hätte mich genauso entschieden wie sie. Ich bin damit also super fein. Und alle anderen, die jetzt sagen, nein, sie gehört zu Riley,
ist doof gelaufen für euch. Aber ich finde es cool, dass sie sich für Garrett entschieden hat. Kommen wir aber mal zurück zum ersten Teil. Ich fand die Geschichte damals wirklich cool, wie gesagt. Sie hat mir Spaß gemacht zu lesen. Ich habe diese Geschichte ultra leicht gelesen. Und ich war nach dem Ende vom ersten Teil, nach diesem Kampf da an dem Strand, wo die dann alle abgehauen sind, ich war so gespannt, wie es weitergeht. Und es hat echt, ich habe gefühlt 100 Jahre auf den zweiten Teil gewartet. Und wo der dann kam, habe ich mich mega gefreut. Und ja, zum ersten Teil kann ich eigentlich auch nicht viel sagen, außer dass der mir richtig gut gefallen hat damals, dass ich ultra viel Spaß hatte beim Lesen und ich die Geschichte sehr, sehr mochte. Im zweiten Teil von Talon treffen wir ja unsere Charaktere wieder und Emma und Garrett befinden sich ja hier im zweiten Teil in einer ziemlich auswegslosen Situation und ich muss sagen, dass mir der zweite Teil auch gut gefallen hat. Ich fand ihn damals nicht so gut wie den ersten, das weiß ich noch, obwohl viele den zweiten besser fanden wie den ersten. Ich fand den zweiten, ich weiß nicht, der konnte mich nicht so fesseln wie der erste damals. Und ich fand den zweiten Teil aber trotzdem cool. Ich fand es cool, wie Emma sich dann quasi so für Garrett eingesetzt hat und ihn befreit hat und ihn da einfach gerettet hat. Und das war einfach eine coole Geschichte und auch wie sich das Ganze mit Riley so weiterentwickelt hat, dass man so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu seinem Netzwerk auch bekommen hat. Das fand ich gut. Ich fand, der zweite Teil ist ein super Übergangsteil halt auch für die weitere Geschichte, um die Geschichte fortzuerzählen. Und ja, der zweite Teil hat mir damals sehr, sehr gut gefallen, aber wie gesagt, war für mich nicht so gut wie der erste. Und ja, mehr kann ich zum zweiten ehrlicherweise auch nicht mehr sagen. Wie gesagt, ich weiß da auch ehrlicherweise nicht mehr ganz so viel, was da genau alles passiert ist. Was den dritten Teil angeht, den muss ich mal hier so hinstellen, sonst werde ich irgendwie wieder gelb, keine Ahnung. Was den dritten Teil angeht, weiß ich noch, dass ich den damals sehr, sehr gefeiert habe. Ich weiß nicht warum, ich fand den einfach richtig cool. Ich fand die Dinge, die man in diesem Buch erfahren hat, richtig cool. Und ja, ich fand es halt cool, dass Emma sich dann hier endlich für Garrett entschieden hat und dann dieses dramatische Ende. Oh mein Gott, dieses Ende! Das war doch das Ende, wo Garrett in der Wüste lag und da halb am Sterben war. Und du dachtest nur so, oh mein Gott, was ist hier los? Bitte, bitte nicht. Und das war das mieseste Ende der ganzen Reihe. Das muss ich echt sagen. Das war der dritte Band, dieses Ende, das hat mich... Aha! Und dann hat das echt gefühlt wieder 1000 Jahre gedauert, ehe der vierte Teil rauskam. Aber wie gesagt, ich fand den dritten Teil damals richtig cool. Zum einen, weil Ember ja hier ihre Entscheidung getroffen hat und zum anderen, gerade auch, weil man hier wieder sehr, sehr viel Hintergrundinformationen bekommen hat. Man hat dann hier schon gesehen, in was für eine Richtung sich das alles auch mit Dante entwickelt und dass da wohl nichts mehr zu machen ist, ihn auf ihre Seite zu holen. Und ja, ich fand's cool, wie sich die Geschichte im dritten Teil entwickelt hat. Ich mochte das sehr. Ich fand diese Dreieckskiste zwischen Ember, Riley und Garrett für mich so ein bisschen nervig. Ich bin aber, wie gesagt, kein Freund von Dreieckskisten generell. Aber wie gesagt, ich war froh, dass sie sich dann hier im dritten Teil endlich entschieden hat. Und dann kam dieses Ende. Aber im Grunde und Ganzen kann ich nur sagen, dass Talon Drachenacht mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich würde sagen, Talon 3 war so für mich auf dem gleichen Platz wie 1. Und 1 und 3 sind, glaube ich, so meine Lieblingsbände auch von der ganzen Reihe, würde ich so sagen. Ja, doch schon 3 und 1, so sind die Bücher, die mir am besten gefallen haben. Danach würde ich sagen, kommt 5, dann 4 und dann 2. Obwohl das eigentlich ja völlig schwachsinnig ist, da jetzt so eine Platzierung in den einzelnen Büchern zu machen, weil es ist ja eine Geschichte, die halt fortgesetzt wird. Deswegen bringt das eigentlich nichts, aber nur, falls es einen von euch da draußen interessiert. Ich fand Band 3 damals richtig, richtig gut und dieses Ende war so mega fies. Und ja, dann kam der vierte Teil und im vierten Teil hat man ja schon gemerkt, dass jetzt hier so die Revolution quasi losgeht und der Aufstand losgeht, um Talon zu stürzen und die Drachen zu retten und zu befreien. Und das hat halt aber alles nicht so funktioniert, wie es sollte. Und ach ja, das Ende, das war, das war nicht so fies wie in Band 3, dieses Ende, aber das war halt so ein Ende, wo man so richtig so dachte, so scheiße, jetzt funktioniert das alles nicht so und alles geht so den Bach runter und alles ist irgendwie doof und alles ging den Bach runter und irgendwie hat nichts geklappt, wie sollte und dann hat Dante die auch noch verraten und dann waren die dann in diesem Bürogebäude mit den ganzen Klonen und ja. Aber es ist halt hier auch echt wieder sehr, sehr viel an sich gekommen im vierten Teil, ne? Das muss man sagen, diese ganze Klonkacke, das kam ja jetzt aus dem vierten Teil, glaube ich, auch alles aus raus und was Talon jetzt eigentlich genauso vorhat mit Weltherrschaft an sich reißen und so, davon hatte man ja vorher, glaube ich, noch nichts weiter gehört. Ich glaube, im dritten Teil kam ja raus, dass Talon und der Georgsorden teilweise gemeinsame Sache gemacht haben. Oder? Das war doch irgendwie so. Seht ihr? Und das ist der Punkt, warum das doof ist, wenn man so viel Zeit verstreichen ist. Weil man das alles nicht mehr so hundertprozentig weiß. Aber ja, ich kann nur sagen, dass der vierte Teil mir damals auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und dass ich das Ende wirklich sehr, sehr niederschmetternd fand. Ja, und dann kam der fünfte Teil. Ich habe den fünften Teil ja sehnlichst erwartet, weil ich jetzt endlich wissen wollte, wie diese Reihe ausgeht. Und ich kann nur sagen, dass ich auf jeden Fall mit dem Ende sehr, sehr zufrieden bin. Ich finde es gut, wie das Ganze aufgelöst wurde. Das Einzige, was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig fand am Ende, war so Embers Verwandlung von dem
niedlichen, kleinen, flippigen Mädchen so zu übelsten Geschäftsfrauen-Business-Anzug. Ich meine, klar, sie muss diese Firma leiten, aber sie ist immer noch 17. Hallo. Das habe ich mich auch so gefragt. Wie will sie diese Firma leiten? Sie ist 17. Klar, der Archivar steht ihr an ihrer Seite als Mentor und so, aber die hat nicht mal einen Schulabschluss. Wie soll das gehen? Naja, egal. Das sind so Sachen, über die Leute, das sind so Dinge, über die darf man sich dann keine Gedanken machen bei Jugendbüchern, sonst wird das alles ganz, ganz schnell, ganz, ganz sinnlos. Deswegen reden wir nicht weiter darüber. Ja, aber im Großen und Ganzen war ich mit dem Ende fein. Garrett, Riley und Amber haben überlebt. Der Rest war mir ehrlicherweise total scheißegal. Auch wo Dante gestorben ist, war ich jetzt nicht so mega traurig. Auch wenn er so am Ende seinen hellen Moment hatte und Amber retten wollte und sein Leben dafür gegeben hat, habe ich seinen Tod nicht wirklich bedauert. Ich fand das auch am Ende mit diesem Garrett trifft seinen Vater-Ding irgendwie ein bisschen... Warum? Warum hat er da jetzt noch seinen Vater getroffen? Das hat nicht zur Geschichte beigetragen. Das war für diese Geschichte absolut nicht wichtig. Und ich habe so gedacht so, okay, ja gut. Hat dann halt gesehen, dann war er tot. Warum nicht? Aber das war für mich halt so ein Ding, was ich nicht so ganz verstanden habe. Das war für mich ein bisschen unsinnig in der Geschichte. Ansonsten fand ich die Geschichte gut, wie sich das Ganze auch entwickelt hat. Zu Beginn der Geschichte befinden wir uns ja hier im brasilianischen Urwald. War es Brasilien? Ich glaube, es war Brasilien. Und ich muss auch sagen, dass ich den Anfang ein bisschen verwirrend fand. Ich dachte so, okay, was ist passiert? Wieso sind wir jetzt im Urwald? So hat das Buch doch gar nicht geendet. Und dann so, so nach den ersten 20 Seiten hat es bei mir diesen Aha-Moment gegeben. Okay, das war passiert, jetzt weiß ich wieder Bescheid, wir befinden uns im Urwald, alles klar. Ich kann nur sagen, dass der Verlauf der Geschichte mir wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand das auch cool mit der Rettung von diesem Brutweibchen auf der Insel, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch zum Ende hin dieser Kampf, diese Finale, da waren so zwei, drei Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, das macht jetzt für mich nicht 100% Sinn, aber es ist ein Jugendbuch, ich schaue darüber hinweg. Und ja, ich mag die Geschichte total und... ich fand den letzten Teil auch wieder super erzählt und ich fand gut, was da alles so passiert ist. Wie gesagt, mit dem Ende bin ich im Großen und Ganzen auch zufrieden. Es haben alle überlebt, die überleben sollten. Und ja, diese Amber-Sache da am Ende, die verstehe ich einfach nicht. Aber gut, es ist halt so. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, ich habe jetzt hier lang und breit und groß erzählt und mich 100-fach wiederholt. Es tut mir sehr, sehr leid, ich wiederhole manche Sätze 5-mal in Videos. Ich merke das ja selber, aber ich kann die dann nicht rausschneiden, weil das sonst alles keinen Sinn mehr ergibt und... I'm so sorry. Und ja, wie immer gilt, wenn ihr die Reihe kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung zu Talon gerne unten in die Kommentare. Ich bin happy, dass ich diese Reihe jetzt beendet habe. Das ist so ein Häkchen, was ich auf meiner Reihenbeenden Liste dieses Jahr noch machen kann. Und ja, ich bin natürlich auch ein bisschen traurig, dass die Reihe jetzt vorbei ist. Ich sag mal, Reihen zu beenden ist ja immer so, einerseits ist man mega happy, weil man es einfach geschafft hat, diese Reihe zu beenden, die Geschichte abzuschließen. Man weiß, wie es am Ende ausgeht, aber man weiß halt, man kehrt auch nicht so schnell in diese Welt wieder zurück. Und das ist immer so ein bisschen so reinbeendend, super mega Gefühl, aber andererseits ist man schon auch immer irgendwie ein bisschen traurig. Aber man kann ja Bücher immer 2-mal lesen oder 3-mal oder 4-mal oder 100-mal, weswegen ich das jetzt nicht allzu schlimm finde in dem Moment. Und ja, jetzt höre ich auf, wieder Unfug zu erzählen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.